Willkommen, willkommen aus München. Mein Name ist Balasch und wir haben hier ein neues Video, wo ich euch alles erzähle, was ihr zu einem neuen Huawei-Gerät wissen müsst, und zwar zu dem Huawei P20 Lite. Das P20 Lite ist in Asien schon erschienen bzw. vorgestellt worden unter dem Namen Nova 3e. Die Nova-Serie kanntet ihr, die gab es kurzzeitig mal in Deutschland und Nova 2 auch noch. Das Nova 3 wird scheinbar nicht kommen, denn hier wird es P20 Lite heißen, das neue Huawei-Gerät. Und auch in Polen und in Tschechien wurde es auch schon vorgestellt letzte Woche. Also wir wissen schon alles über die technischen Details, auch weil Vodafone zum Beispiel die Daten schon online gestellt hatte. Letzte Woche haben wir auch schon relativ viel gewusst, jetzt haben wir die offiziellen Bilder. Deswegen habe ich noch ein bisschen gewartet mit diesem Video, denn zu dem P20 und P20 Pro habe ich auch schon ein Video gemacht, wo wir euch alle offiziellen Bilder schon zeigen konnten, denn die sind online auf vielen verschiedenen Webseiten erschienen. Und jetzt kann ich euch auch wirklich echte offizielle Infos geben zu dem P20 Lite, was in ein paar Wochen auch schon hier auf dem Markt sein wird. Wie gesagt, in Asien unter dem Namen Nova 3e ist es ab dem 27. März im Handel, also genau an dem Tag im Handel, ab dem ihr das P20 auch live miterleben könnt aus Paris mit mir, denn dann wird es genau vorgestellt. Das hat einen weltweiten Launch, das Lite scheinbar nicht. Das ist ein paar Wochen jetzt schon vorher bis in ein paar Länder rausgerutscht. Halb so wild. Ich kann euch erzählen, dass wir wieder ein 5,84 Zoll Display haben und grundsätzlich ist das P20 Lite eigentlich ein P-Smart Pro oder sowas, könnte man sagen. Denn das P-Smart habt ihr letztes Jahr, beziehungsweise vor ein paar Wochen, gesehen, dass es auf den Markt gekommen ist. Und das ist ein ziemlich schickes Gerät, aber bei dem neuen P20 Lite haben wir jetzt eine neue Display-Technologie und sonst ist ziemlich alles gleich geblieben, aber nur ziemlich, denn wir haben auch eine richtig starke Frontkamera. Ich fange aber mit dem Display nochmal an. Also wir haben dieses 5,84 Zoll Display mit einer Auflösung von 2280 x 1080, 19:9 Format, also ein bisschen größer als zum Beispiel ein Samsung oder die anderen, die 18:9 haben in der Länge. Das ist dem Notch zu verdanken, wobei man die Auflösung nicht ganz genau nehmen darf, denn da fehlt ja so ein bisschen in der Mitte mit den Pixeln, die müsste man noch rausrechnen, aber das ist natürlich schwer zu definieren. In dem Notch vorne ist entsprechend, wie gesagt, eine richtig gute Kamera verbaut und ein Mikrofon. Hier habt ihr es aus der Nahaufnahme. Und zwar hat die Kamera 24 Megapixel als Sensor dahinter und eine Blende von f2.0. F2.0 heißt in dem Fall wieder mal viel Lichteinfall und ihr könnt wirklich super schöne Fotos schießen. Vielleicht sogar bessere Fotos als mit dem Original Notch-Gerät und zwar dem iPhone 10, was ich gerade hier in der Hand habe. Das hat aber noch einen richtig großen Notch hier und das Huawei schon einen viel, viel, viel kleineren. Notch heißt übrigens diese Einkerbung, die wird gerne auch als Hasenohren, jetzt haben wir Russland genannt, dann haben ja diese komischen Ohren sozusagen links und rechts, so wie ihr Notifications und Uhrzeit und so weiter auch sehen können, was natürlich gar nicht so schlecht ist. Was mir vor allem an dem Gerät gefällt, ist, dass für einen guten Preis nicht nur einen 3000 mAh Akku bekommen. Der Akku könnte natürlich größer sein, aber wir kriegen einen Fast Charger dazu und zwar mit 9 Volt bei 2 Ampere, also ein 18 Watt Ladegerät. Das kriegen wir bei vielen anderen Premium-Handys noch nicht mal mit dazu. Hier haben wir das schon out of the box mit dabei. Außerdem 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher. Genug Platz für natürlich alles, was ihr mit Fotos und Videos aufnehmen wollt. Videos übrigens in Full HD möglich. Aber ihr könnt den Speicher natürlich auch erweitern. Wir haben eine MicroSD-Vorrichtung, falls ihr nur eine SIM-Karte benutzen wollt. Falls ihr Dual-SIM benutzen wollt, könnt ihr den Speicher nicht erweitern. In Asien gibt es aber auch eine 128 GB Version, auch mit 4 GB RAM, also Arbeitsspeicher. Und das kostet dann ungefähr 10% mehr. Aber wir wissen natürlich nicht, ob wir in Deutschland diese Option haben werden. Deswegen noch nicht viel mehr dazu. Wieso ist es noch ähnlich zu dem P-Smart, was wir schon zu einem ziemlich guten Preis kaufen können? Ganz einfach, der gleiche Prozessor, der 659er Kirin, ist auch hier wieder drin. 8 Kerne, 4x2,36 und 4x1,7 GHz sind ziemlich viel Leistung für so ein kleines Gerät. Brauchen wir aber auch für die starken Kameras und natürlich die vielen Spiele und so, die ihr natürlich auch zocken wollt. Auch neu, was ich sehr positiv finde, ist der USB-C-Anschluss. Ihr könnt jetzt in beide Richtungen USB dran stecken, den Stecker, aber nur mit USB 2.0 Geschwindigkeit, aber auch noch mit Fast Charging, wie schon erwähnt. FM-Radio, Bluetooth 4.2, LTE Kategorie 6 ist auch mit integriert, also ihr habt fast die neuesten Standards überall mit dabei. Bluetooth 4.2 zum Beispiel benutzt relativ wenig Strom und das Ganze zu einem Preis von nur 369 Euro UVP in vielen europäischen Ländern, wie gesagt, schon gelaufen. Beziehungsweise auch schon vorgestellt, aber in Asien zum Beispiel nur 315 Dollar umgerechnet und 349 Dollar umgerechnet, also mit 64 oder 128 GB Speicher.
Es gibt vier Farben zur Auswahl, die habe ich euch noch gar nicht im Detail gezeigt. Ihr habt sie nur kurz gesehen in diesen Dreierbildern. Und zwar haben wir einmal das schöne Blau, das wird die Signature-Farbe. Die ähnelt so ein bisschen an die Honor-Blau-Geräte. Also wir haben Kleinblau, heißt die Farbe. Dann haben wir Cherry Pink oder Sakura Pink, je nachdem, in welchem Land wir hier sind. Dann Midnight Black, das übliche Schwarz. Und Platinum Gold, ja, Gold. Sehr schön, gibt es natürlich wahrscheinlich auch nicht überall. Und wie gesagt, ab dem 27. März auch schon bis zum 27. März vorbestellbar in vielen Ländern. In Europa wird es größtenteils, denke ich mal, mit dem P20 vorgestellt, zu dem ich auch hier schon ein Video gemacht habe, wo ich euch alles erzähle, zu den noch verrückteren Farben, noch genialeren Funktionen. Drei Kameras hinten, wobei hier natürlich auch die Dual-Kamera hier jetzt im iPhone, mit dem iPhone im Vergleich auch schon ziemlich ähnlich ist. Aber wir haben ja noch einen Fingerabdrucksensor mit hinten drin und Finger. Abdruck ist nicht genug, denn auch Gesichtserkennung ist ein großes Thema. Und Gesichtserkennung haben ja schon ein paar andere Huawei-Geräte bekommen. Und das wird, denke ich mal, auch das P20 Lite bekommen. Darüber war aber noch nicht groß die Rede. Aber weil wir hier auch das Android 8 mit installiert haben, mit ihrem MIUI 8. Und ich denke mal, auch hier wieder ein paar Updates kommen werden in den nächsten Wochen und Monaten nach dem Launch. Sollten wir auch hier mit einem, denke ich mal, Gesichtsscanner rechnen können. 145 Gramm übrigens noch schwer, so kleine Details noch am Rande und 7,4 mm dick ist das Gerät und ich bin schon gespannt, was ihr zu meinem Video sagen werdet, wenn es auf den Markt kommt, wenn ich es auch in der Hand habe, wenn ich es nächste Woche aus Paris live für euch filmen darf und ich hoffe, dieses kleine informative Video hat euch gefallen, noch eine Woche vor dem offiziellen Launch. Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und viele weitere Videos anzuschauen aus allen möglichen Bereichen der Technik, nicht nur Smartphones. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.